Leute, 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 wir haben heute eine richtig geile Folge Polizei gegen Dieb, denn wir haben heute die Tesla-Edition, Leute. Guckt euch mal zum Beispiel hier an. Hier haben wir ein Tesla Pre-Owned Design, Leute. Komplettes Tesla-Tuning für ein Model S, Leute. Dann haben wir hier den Cybertruck. Guckt mal, wie der leuchtet, Leute. Wegen der Chrome-Folierung oder was das auch ist, Leute. Schusssicher, das ist richtig geil, Leute. Vielleicht kennt ihr das. Das heißt, wir können vielleicht mit dem richtig gut abhauen, weil Kugeln können dem nichts, Leute. Und dann haben wir hier noch ein Mansory Tesla Roadster, Freunde. Also heute wird es geisteskrank. Und natürlich haben wir auch unsere Elektropolizei Tesla Edition. Army und Max, was geht, Jungs? Was geht ab? Guck mal hier, das habe ich von Elon Musk bekommen. Er sagt, wenn wir Rustik jetzt fertig machen, kriegen wir das Geld. Alter, boah, Jungs, weil er nicht will, dass eine Schmalspur Tesla fährt. Wisst ihr, was ich dazu sage? Ich habe eine elektrische Gitarre, mit der ich euch fertig nehme, weil eure Elektroautos können nicht meine Elektroautos einholen, ne? Okay. Also lieber fahrt schon mal los. Hast du den Witz rausgeholt? Was nehmen wir raus? Hast du den recycelt oder ja, was? Ja, fahrt lieber los mit euren kleinen Tesla-Autos. War der schlecht. Guck mal, eure Tesla-Polizeiautos sind nicht so geil getuned wie meine. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir verstecken uns, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, let's go! Okay, Jungs, ich sag euch ehrlich, ich bin ready. Wie geht's euch so? Ja, seid ihr auch ready? Schön für dich. Wir sind auch ready. Mhm, das freut mich, dass ihr ready seid. Eins. Alter, zwei, warum schießt eins, du direkt, Mann? Vier, du machst direkt fünf. Ein Chaos ich hier bin komplett. Grünen Tesla. Alter, ich bin roten. Er macht direkt ein Chaos. Das ist unfassbar, der. Grüner Tesla, okay. Unglaublich, Alter. Alles eins, gut hier. Zwei, wie läuft's mit deinem Cybertruck? Ja. Guck mal. Cybertruck hat. Ist irgendwie auch jemand, der auf dem Boden liegt? Ja, den hab ich schon. Ja. Ah, okay. Jungs, ihr sorgt halt wieder hier für kompletten Chaos, Alter. Guck nochmal beim Ding. Oh, die sind richtig schnell, die Tesla. Ich bin bei dem Grünen nochmal. Eure Tesla sind schnell, weil die Elektro sind halt, ne? Darfst du nicht vergessen, mein Lieber. Darfst ja auch Elektroautos nicht unterschätzen. Ne? Mhm. Eins, zwei, du hast den roten im Blick. Ich bin jetzt beim, glaube ich, beim Grünen. Okay. Mhm. Oha. Nichts gemacht. Bis jetzt ist hier noch alles ruhig hier. Ja, also ich gehe weg vom Rot Grün. Ich bin Cybertruck. Ja, ja, ich habe auch im Blick. Bist du das hier gerade? Ja, Cybertruck bin ich. Okay, ich gehe zum Grün. Ich gucke beim Grün. Okay, also ich sag euch so, wie es ist. Es ist halt auch manchmal. Rustig ist ruhig. Nicht so einfach. Irgendwas ist passiert. Vielleicht waren wir in der Nähe von ihm. Ich sag euch so, ihr wart auch in der Nähe von mir immer in meinem Herzen. Auch alles denn gut? Ihr seid immer in meinem Herzen, Jungs. Deswegen seid ihr immer in der Nähe von mir. Rot haben wir auch nicht. Checkt ihr das? Ihr seid immer in meinem Herzen, deswegen seid ihr in der Nähe von mir. Hey, ist grün, auf ist Wiedersehen! Grün. Auf Wiedersehen! Oh Gott, was ein Crash. Okay, guck mal, okay, ihr seid okay, immer okay, in der okay. Nähe. Oh, Alter. Wow. Also, ihr sagt ihr. Alter. Digga. Oder. Also, ey, wieso? Digga, wieso seid ihr so schnell? Hilfe! Oh, er hat selber so, überschlagen. Jungs, lasst uns doch mal uns. Endstation. Jungs, lasst uns doch noch mal unterhalten über die Zukunft des Teslas, rechts ne? Ranfahren oder wir werden ins Feuer. Lasst uns doch einfach über die. Digga. Lasst uns doch einfach über die Teslas reden, die wir hier fahren täglich. Ich finde, ihr übertreibt. Okay, okay. Ich finde, ihr übertreibt auf jeden Fall mit euren Teslas. Ihr übertreibt komplett die Lage. Junge, wir sind die Spezialpolizei. Wir dürfen nicht zu krass hier rammen. Oh Gott, Digga, hat er mir einen Reifen geschossen. Alter, hat er mir... Zumachen. Ey, Jungs, mein Auto fährt nicht mehr, wirklich. Jungs, dann bleib stehen und steig aus, dann lassen wir dich am Leben. Es fährt nicht mehr. Alter, es fährt einfach gar nicht mehr. Es fährt nicht mehr. Dann bleib doch stehen. Ja, GG, Jungs, ja, GG. Er ist jump. Oh, er hat sich geschafft. Ganz langsam. Alles gut, er ist unten hier. Jungs, ist den auch. Er ist in Kanalisation. Nee, er ist oben bei uns. Er ist hier oben bei uns. Achso. Er ist hier. Was? Ich bin doch gar nicht hier. Woher sieht er das alles? Warte, Bro, weil ich bin verzögert, weil ich verzögert runtergeflogen bin. Mhm, ich hab schon gesehen, wie du hochgefahren bist. Mhm. Er ist jetzt hinterm PD. Ja. Okay. Er fährt immer auf den Zügen. Jetzt, was ist das? Keine Ahnung, ich wusste. Ja, jetzt ist er unten bei mir. Maxi, was geht? Wie geht's so? Alles gut? Also, mein Auto ist komplett demoliert, hat da platten Reifen. Oh, es ist komplett zusammengekommen. Er ist aber schnell, er ist weit vorne. Wir dürfen ihn jetzt nicht entkommen lassen. Oh, Jumper! Bitte! Nein! Er hat verkackt. Ich hab echt verkackt. Max, servus. Jawohl. Ey, Jungs, komm, wir können uns ja über unsere Zukunft als gemeinsame... Ey, wir müssen jetzt mal stoppen hier. Ja, Jungs, ihr könnt ja darüber reden. Digga, mein...
Auto, Alter. Er will raus hier. Ich will raus, ciao. Ich bleibe dran, er ist wieder drin. Oh mein Gott, ich bin drin, ne, wieder, Jungs. Alter, wenn ich das entkomme, ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache, aber ich versuche alles zu machen, um irgendwie zu entkommen. Aber schießen noch einen Platten oder so. Ja, ich versuche ja. Ja, er versucht, nein, ich bin aber... Crashed, sehr gut. Boah, Digga, mein Auto ist so schlecht hier. Ja! Einen zu krassen Crash gehabt, Marc. Mein Auto fährt mal schlecht. Ich sehe ihn da vorne, alles gut. Digga, wie er sieht dich doch da vorne. Ich muss auf dich verlassen, ich muss das machen. Er ist auf Highway, er ist auf Highway. Mein Auto ist so kaputt, Digga. Mein Auto ist so kaputt. Er fährt wieder in die Stadt rein. Oh mein Gott, ist mein Auto kaputt. Oh mein Gott, was ein Jumper! Gott, er hat einen krassen Jump, er hat einen krassen. Aber ich bin hinterher. Oh mein Gott, mich wirst du nicht los, Russik. Max, wo bist du? Nein! Nur als ob er jetzt hier in diese Rille reingefallen ist unten. Digga, mein Auto fährt gar nicht mehr, mein Auto fährt gar nicht mehr. Jawohl! Warte mal! Mein Auto fährt gar nicht mehr! Ja, sehr gut! Besser ist, Max? Muss hier irgendwo unter der Autobahn sein. Bist du in die Rille auch reingekommen oder nicht mehr? Max, siehst du mich gerade? Ich versuch dich irgendwie runter zu. Ich kann gar nicht lenken. Ich kann gar nicht mehr lenken, Max. So kaputt, also mein Auto lenkt nicht mehr, ne? Nein, Bro, er ist weg. Mein Auto lenkt nicht mehr. Oh mein Gott! Jungs! Ich bin wirklich entkommen. So schlecht, Alter. Digga, das kannst du aber auch absolut niemandem erzählen. Nur weil ich nicht da runtergekommen bin. Bro, ich bin, aber mit Luck bin ich in dieses kleine Loch rein, ne? Oh mein Gott, Jungs, portet euch mal bitte zu mir. Portet euch mal bitte zu mir und guckt euch an, wie mein Auto aussieht. Es ist komplett demoliert. Es ist, also man muss sagen, ein Tesla ist sehr schnell. Elektro hat, merkt man schon im Anfahren. Aber, Bro, mein Auto ist wie so ein Knetball zusammengeknetet. Komm mal her, guck mal, ich bin irgendwo in der Garage. Wo bist du? Garage hier unten. Down. Ihr müsst hier runterkommen in die Garage. Kommt ihr? Ja, guck mal hier. Guck mal, Digga, wieso fährt deiner nicht mehr oder ist das Max gerade? Das bin ich, das Digga, bin ich. Guck mal unsere Autos an. Ja, ich hab meine wieder, ich konnte nicht mehr gerade raus. Guck mal mein Auto an, Alter, was ist das denn? Ja. Okay, ja, Jungs, aber ich muss sagen, 1-0 ja, für mich! Jawohl, Leute, let's go zum nächsten. So, Jungs, meine lieben Freunde, meine lieben Polizisten, ich will ja mit euch immer mich unterhalten. So, wie fandet ihr meinen ersten Diebstahl? War gut, oder? Geht. Ja, Jungs, ihr müsst ja auch nicht traurig sein, dass ich jetzt dieses Auto von euch wegnehme. So, wisst ihr, wie ich meine? Es passiert halt mal auch dem Besten, dass auch mal jemand, ja, wie soll ich sagen, das Auto nimmt. Guck mal, ich hab... Aua! Wenn du ready bist. Guck mal. Okay. Rustig muss irgendwas haben. Der ist am Roten geplant, weil er seine Aufmerksamkeit am Roten hat, weil ich da leise jemanden umgeknallt habe. Leise? Ich hab da gerade die Viecher gespawnt, ja? Nein, hast du nicht, da wurden keine Viecher gespawnt. Doch! Ich hab extra nichts gesagt. Ich hab. Bro, ich hab ihm gerade Task-Sequenz gegeben, schieß Digga. Schieß jetzt mal einen ab, 3, 2, 1. Bro, warte mal. Ich hab ihm gerade Task-Sequenz. Warte, chill mal, lass mich doch bei dir einsteigen. Aua! Ja. Digga, warum. Alter! Digga, du musst zählen auch mal! Digga, ja, Bro, das. Nein. Hallo! Nein. Wieso? Nein. Ey, du hast 5 Leute getötet, du zählst jetzt einmal! 6. Bro, 7, also das ist. Also das 9, ist. Bro, er tötet. 10, ja, okay, 11, okay, 12, okay, okay, okay. 13, 14. Okay, 15. Okay, okay. Er spawnt beim Roten was? Ja, ja, ja. Guck mal, was ich jetzt beim Roten mache. Ja, okay. Bro, du darfst nur einen töten! Ey, die sterben gar nicht, ich muss gar nicht stehen. Ja, musst du nicht. Aber Jungs, ich will euch doch was zeigen. Guck mal, das Ding ist, ihr müsst eine Sache sehen im Leben. Und zwar diese Sache ist, manchmal muss man auch in ein Auto einsteigen. So. Er lässt irgendwelche NPCs ins Auto einsteigen und wir Angst haben. Und dann lässt er die fahren. Und wenn die komisch fahren, dann ist es ein NPC, wenn er straight durchfährt. Jungs. Wo versteckt er sich? Jungs. Bestimmt auf irgendeinem Dach oder so. Jungs, ihr versteht doch... Warte, ich geh auf die Dächer. Jungs, ihr versteht doch nicht, dass ich jetzt einfach das alles... plane, um durchzukommen. Ich bin gleich oben. Ich bin gleich oben. Ja, er steht auf dem Dach. Roten ein, oder? Mhm. Ja, er ist im Roten drin. Ja, ich bin weg. Jungs. Nee, das ist ein Bot. Das ist ein Bot, Jungs. Was habt Pass ihr auf denn? Den Cybertruck auf. Jungs, was? Dass der irgendwo runterjumpt oder so, weil ich sage, dass ich hochgehe. Jungs, das ist Russik. Ja, ich bin es, Bro. Ich kann ihn nicht killen, hä? Ja, Bro, warum versuchst du mich zu killen? Ey, Russik, du weißt, wenn das ein Bot ist, dann musst du das auflösen, wenn wir dich so lange im Kopf schießen. Es ist ein Bot. Ja. Ich bin es nicht. Weil ich bin es nicht. Ich bin es, Jungs, ich sag euch ehrlich, es ist ein Bot. Ich bin dieser Typ nicht. Das heißt, ihr könnt ihn abschießen, wie ihr will. Das Blöde ist halt... Aber der ist unsterblich. Ja, der ist unsterblich.
Ja, und dann? Nicht? Ja, wir dürfen cheaten auch jetzt. Wieso? Nein! Warte, lass ihn doch einfach! Warte. Bro, das gehört doch zur Taktik! Du darfst. Na. Es gehört zur Taktik. Bro, warum machst du das? Digga, der Arme. Er ist raus. Ja, okay, jetzt können wir wieder umdrehen. Digga, warum? Warum machst du so? Bro, du darfst das nicht. Hey, du darfst doch nicht nur einfach einen Bot da reinmachen. Ja und, Digga, du tust ihn einfach da wegdingern. Du gehst mit F9 und drehst ein Auto. Lass den Bot. Du bist mit F9 Bro, und spawnst. Vielleicht will ich einfach in Ruhe, dass der Bot euch ablenkt und damit ich den Truck holen kann. Nein, vielleicht ich bin noch beim Truck. Ja und, dann deswegen steige ich ja noch nicht ein. Hä? Der macht gerade so, er geht einfach mit F9, dreht das Auto um, macht so einen auf Dinger, das kannst du doch nicht bringen. Hey, natürlich, du bist doch beim Cheat, du machst unsterbliche Bots, also dass wir nichts machen können. Ich heb hier den Bot fest, guck du mal auf den Cybertruck ab und zu. Ja, okay. Ja, dann werd ich auch asozial jetzt spielen. Ist das Nein, das bin ich nicht. Hey, ja. Bro, das ist einfach ein Bot, ganz normal, Digga. Der fährt da halt wegfahren. Der fährt ich bin sauer auf Russik, man hat gesagt, ja, ich bin sauer, ich will ihn aufhalten jetzt. Achtung, er steigt, er will einsteigen, Das ist Russik. Ah, er ist wieder abgehauen, er ist gerade abgehauen. Jungs, nein, das sag ich nicht. Alles das gut. Das ist eigentlich krass gerade, wenn du da einsteigst. Was macht der denn hier? Hä? Jungs, was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Er hat sich gerade teleportiert. Wie? Bro, schieß auf den teleportiert, ist weg, der NPC. Hä? Das ist halt ein Was du das? Eben auch schon gemacht. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ich Bro, Russik, wenn du dich teleportierst, ist es unfair, ne? Dann ist das Cheaten. Ich hab mich nicht teleportiert. Bro, da läuft einer auf der Straße rum, ich will ihn anschießen und ich schieße ihn an und dann teleportiert sich auf einmal weg, weil ich vor ihm stand. Ja, das ist halt, das passiert halt manchmal, wenn man... Nee, das passiert nie. Ja, das kann halt auch mal passieren, Freunde. Ja, das kann halt auch mal passieren. Ja, okay, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Jetzt fange ich auch an zu cheaten, warte ab. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ehrlich, Jungs. Ja, ja. Max, was ist dein Statement dazu? Bro, ich sehe hier gerade gar nicht mehr durch. Bro, guck mal, es ist ein NPC einfach auf der Straße, der ist komisch rumgelaufen. Ich schieß auf den, ich fahr zu dem. Warum hat der rote Tester sich jetzt umgedreht? Wie? Jungs, es passieren halt viele Sachen in Los Santos. Das ist ganz komisch. Es passieren immer. Ich bin mal im roten Tester, Jungs. Aber spring den zurück. Nein, lass ihn doch da! Hey, ich ramm den rüber. Alter, du kannst den doch nicht immer rumrammen, wie du möchtest. Alter, das kann doch nicht sein. Jetzt ist mein ganzer Plan kaputt gegangen. Oh, ich hab den Truck! Ja! Yeah! Guck nach, Max. Nein, hat er nicht. Habt ihr kurz Angst gehabt, ne? Da habt ihr auf jeden Angst, Fall ja. kurz Angst gehabt. Ja, seht ihr, das passiert halt mal. Ey, ich verstehe die. Guck mal, das Ding ist, wie ist das eigentlich mit der Regel, wenn man den kaputt gemacht hat? Ja, du brauchst gar nichts über Regeln zu sagen, du bist der größte Cheater, den es gibt. Ich meine, wenn ihr den kaputt macht, bevor ich überhaupt losfahre, was macht ihr dann? Warte mal. Digga, du cheatest doch! Ja! Bro! Ich bin nicht da! Du bist so schlecht! Nein, ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Du bist eine Katze gerade geworden, wo? Wo, das sag ich nicht! Du warst gerade eine Katze! Nein, das sag ich nicht! Ich schieße in dem. Ach, Digga! Ja, ey! Du cheat! Digga! Du wirfst ihn um! Du zählst nicht mal ab, Digga! Ich lieg auf dem Boden, er fährt einen Menschen um, zählt nicht mal 5 Sekunden! Ja, der ist aufgestanden! Nein! Ich lag erstmal eine halbe Stunde da, du hast weiter den Tesla rumgeworfen. Rosti, guck mal hier die Skins an. Das sind die gleichen Skins. Ich weiß. Das ist ja auch das Ding, dass ich die ganze Zeit wie ein Bot da rumrenne. Nein, das ist auch der gleiche Skin, das du gleiche Skin du bist ein Schummler. Easy. Du bist ein Schummler. Max, wir haben ein Leben weggezogen. Easy, er kann nichts. Ist jetzt ein Leben weg oder nicht? Ja, ist ein Leben weg, Digga. Nur weil Armin cheatet. Er tötet Menschen und zählt nicht mal Sekunden. Er zählt nicht mal Sekunden, er tötet 5 Leute. 5 Leute gleichzeitig getötet! Keinen einzigen abgezählt! Leute, notiert euch selber, Amir. Notiert ihn einfach euch selber. Lasst das nächste Leben jetzt wenigstens durchballern. Let's go! Digga, ich sag euch ehrlich, Amir, du bist ein Schummler! Oh, Digga, du bist ein Schummler, hey, du lässt einen unsterblichen NPC ganz auf Auto sitzen, dann deportierst du dich irgendwie weg und so. Ja. Ist gar kein Problem. Ja, und was ist daran jetzt schlimm, dass ich jemanden unsterblich gemacht habe und reingesessen habe? Okay, was daran so schlimm, dass du dich wegteleportierst? Bro, es ist eher das Schlimme, dass du mit F9 die Autos drehst, wie du möchtest. Nein. Dass du alles machst, wie du möchtest. Nein. Doch, ja, weil du die mit dem NPC rausholst, Digga, wo wir nichts gegen machen können. Max hat ihn noch aufgehalten. Max schießt auf den, Max hat ihn gestoppt. Achtung, er ist im Roten. Ja, moin. Ja, moin. Das ist wirklich weg. Ja, moin! Ja, ich komm. Bin an ihm dran. Er hat gecrashed. Jungs, lass uns doch mal kurz über unsere finanziellen Mittel reden bei der Polizei. Ja, super. Digga, du triffst direkt den Reifen! Ja, weg mit dir, du Schmutz, Alter. Digga, ey, Endstation für dich, Russi. Danke, Jungs, danke.
Ja, genau das. Ihr habt mich genau da in der Situation, wo ich mich haben wollte. Nein, blockieren. Digga, blockieren. Digga, das Auto macht gar nichts. Was ist das für ein Tuning? Prior-Tuning, Mio-Tuning. Hihi. Oh mein Gott, der ist gerade. Jungs, das Auto ist einfach der absolute Scam. Das Auto ist absoluter Scam. Also, wenn es eine... Bro, ich will dich zum Explosion bringen. Digga, ihr habt einfach... Ihr habt mich vier Reifen platt... Nee, einer lebt noch. Bam! Ein Reifen lebt noch, Jungs. Ein Reifen lebt noch, Leute. Okay, lass ihn noch weg, Mann. Lass ihn noch weg, Mann. Ein Reifen lebt noch. Ihr seid so schlecht. Ihr seid so schlecht. Ihr trifft nicht mal den letzten Reifen. Oh mein Gott. Hahaha. Ihr seid so schlecht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr trifft nicht... Ah, Mann, was ist das für ein Auto? Jetzt reicht's mir. Ihr seid jetzt so ich will nur, dass er explodiert. Wir müssen jetzt mal hier festmachen. Jungs, ihr kriegt doch nicht mal den letzten Reifen abgeknallt. Was für festmachen? Welcher geht denn noch? Vorne rechts, glaube ich. Oder? Und vorne links, weiß ich gar nicht. Ey, Abi, das bin ich. Ja, alles gut. Jungs, ihr müsst. Ja, jetzt ist einer geplatzt wieder. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Du hast einen Reifen mal geschafft zu treffen. Oh. Was? Ey, Jungs, ich kann das erklären. Ich kann das erklären, Jungs. Ich brauche so einen Lucky Jumper irgendwo auf dem Dach oder sowas, wo ich einfach so irgendwie. Jetzt ist alles bei dir geplatzt. Ja, bei mir ist alles. Ja, bei mir. Bro, meine Träume sind auch geplatzt letztes Mal. Ja, weil sie es auch verdient. Wow! Oh! Ja, oh, genau ja. Sowas. Zum Glück. Mann, nicht so. Bisschen besser. Aber jetzt ist aber auch ein Reifen platt. Echt? Wahrscheinlich hab ich dich getroffen. Ja. Digga, Maschinenpistole weg! Digga! Wie, das ist nicht erlaubt. Er schießt da mit Maschinenpistole komplett. Nein! Ja! Nein, ich wäre fast auf dem Haus geblieben. Digi, ich hätte fast dir... Ey, ich bin da nicht unten drin, Arne, du bist auf dem Ja, alles gut. Oh mein Gott, jetzt outplayen, du fliegst ins Wasser, ich fahr weiter. Er ist wieder rausgefahren, wir sind auf der Straße. Sockel mich. Digga. Ey, Digga. Er brennt. Er brennt! Ja, Digga, halt ab, Leute, du mich mit Maschinenpistole abschießt! Nein, ich hab nur normale Pistole. Allein deswegen dürfte ich schon reparieren. Jemand nein, schießt da mit Maschinen. Nein. Digga. Nein. Komm schon. Noch ein Chopper, Jungs. Verdammt! Jungs, ich kann es erklären. Jungs. Alter, oh, wieder das Ding aber aus. Ja. Jungs, nein, es ist ein Tester, ich fahr weiter. Ich guck mal, oh mein Gott, Digga, es hört wirklich weiter! Bro? Jetzt reicht's. Jungs? Wo ist der hin? Der fährt wirklich weiter. Digga, was ist das? Digga, okay. Nein. Mein Auto fährt nicht weiter. Elon Musk, du bist ein Genie. Elon. Also ich bin aus dem Auto raus. Alan? Oh mein Gott, Alan! Alan Musk! Irgendwas explodiert. Ich hab Granaten ins Wasser geschossen. Wo ist er? Er muss gerade außen fahren. Jungs, ich check das nicht, aber Alan Musk ist auch mal. Man muss auch mal sagen, Alan Musk ist ein Retter. Oh. Genau, ich gehe hier weiter geradeaus, du gehst links. Wir müssen nur das Auto sichern. Der muss doch irgendwo noch im Wasser sein, der kommt hier nämlich nicht raus. Ja. Jungs, ich bin weg. Auf Wiedersehen. Wo bist du? Nein, hey, da! Da, guck mal, was er ist ein Quatsch hat, Digga. Let's go! Warte, der muss irgendwo schwimmen. Der muss doch irgendwo schwimmen, der Ekelhafte. Okay, das Auto ist raus! Das Auto ist im Wasser, ich hab grad jemanden jumpen sehen! Das Auto ist sichergestellt. Jungs, ja. Ich bin weg. Auf Wiedersehen. Ja, das ist okay. Ich sag euch ehrlich, aber Bro, wer hätte damit gerechnet, dass das Auto einfach schwimmen kann, hä? Nein! Ich hab ihn! Ich bin in deiner Sackgasse! Nein! Ich komm hier einfach nicht! Ich hab dich gelesen wie ein Buch, Jose! Wie ein Buch, Tolu! Nein! Ich bin in deine Sackgasse gelaufen! Ja! Nein! Nur noch ein Leben, zwei Autos, Leute, let's go! So, meine lieben Polizisten, seid ihr wieder ready? Wieder ready? Ja, ey, ich sag euch, das war gerade echt eine lustige Verfolgung. Ihr hattet echt Glück, aber Bro, hätte ich direkt gewusst, dass er im Wasser irgendwie überleben kann, Digga. Dann wäre ich doch einfach direkt ins Wasser gefahren. Aber ich muss sagen, ja, er konnte nur noch im Wasser geradeaus fahren. Das ist halt das Blöde, weil, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Achtung, jemand steckt den Roten rein.
Ja. Okay, das ist gut, dass da jemand eingestiegen ist. Der ist tot. Eins. Okay. Cybertruck! Cybertruck! Nein. Ich bin hinter ihm. Er dreht die Runden hier. Oh mein Gott, der ist schon gut ordentlich, Jungs. Also. Egal, der, ich knall dich wieder weg. Ja, knall doch ab. Knall doch ab, mein Lieber. Ich hab ja den Cybertruck, meine Freunde. Ah, okay. Oh Gott, das war ein Joker. Oh mein Gott. Ich hab's euch noch auf dir. Nein, der ist gar nicht so gut. Was? Der ist aber super schnell. Der ist hier oben. Der ist auf dem Dach. Moin! Moin, Bro, wie geht's dir so? Oha! Digga, der übertreibt komplett mit Maschinenpistole. Hä? Bro, der Cybertruck ist. Nein, der ist so kugelsicher, der Cybertruck! Jungs, ihr habt vergessen, dass der Kugel. Ist gepanzert. Jungs. Warte mal, der kommt da nicht raus, ne? Der kommt da nicht raus. Ich komm da nicht raus. Ihr habt mich. Also wenn ihr hochklettert, dann habt ihr mich. Ja, ja, ihr habt mich dann. Achtung, er fährt runter! Ihr habt mich einfach. Er ist unten! Ja, ja, komm. Digga, was war das? Granate gerade? Nee. Ich bin weg, ciao, Jungs. Nein. Richtig. Noch in der Stadt drin, oder? Er fährt gerade. Hier ist in dieser Baustelle. Oh mein Gott! Was? Okay, Jungs, auch Wiedersehen. Cybertruck, keine Chance, Jungs. Also, ich will ja nicht irgendwie sagen, dass ich komplette Outplay-Moves gebracht habe mit dem. Nicht nur, dass der Kugel. Ist das Kanalisation? Ja, war ich kurz. Boah, ich hab gar keine Ahnung. Was. Ich war kurz in der Kanalisation, bin da irgendwie durch die Baustelle in die Kanalisation, dann wieder an der Kanalisation raus, hab einen Jumper gemacht und bin jetzt einfach auf einem. Oh, fast auf dem Dach gelandet. Jungs, ich bin weg. Wollte ich nur sagen, ne? Ja, okay. Also, ich will ja nichts sagen, aber. Ja, aber Cybertruck hast du keine Chance, ey. Du hast den geschossen, wie du wolltest. Bro, der ist OP. Ich pack den dann bei mir, Jungs. Guck mal, wollt ihr durch zu mir? Er ist wirklich bei ihm. Ich bin bei mir schön in die Garage rein, Leute. Den nehmen wir mit. Letztes Leben, letztes Glück. So, Jungs, letztes Leben, letztes Glück. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr abschneiden werdet. Ja, okay, Alter. Kleiner Cheater, Alter. Ja, jetzt bin ich wieder der Cheater, Alter. Dreckiger Cheater. Natürlich, der irgendwelche NPCs spawnt und sonstiges. Und sich extra Autos sucht, die man nicht abschießen kann. Bro, Cybertruck ist halt gedingert. So, was willst du machen, so, Bro? So, wir machen es jetzt hier ganz anders. Ich werde jetzt hier nur noch NPCs verwenden. Digga, hä? Warum? So, Amir. Was denn? Amir, warum fährst du den Ding weg? Den fahr ich weg. Hä? Warte, ey, Bro, er hat dich kopiert! Amir, warum fährst du dem Auto weg? Was machst du denn da? Amir, okay, crazy, das ist aber gute Taktik gewesen. Gute Taktik, ich bin an ihm dran. Nein, mein Motor ist gecrashed. Nein. Alter, warum MP, Digga, übertrapp? Digga. Oh, wir sind jetzt die Hardcore-Polizei. Also guck mal, das Ding ist, bei Amir ist komplett Motor kaputt jetzt, das ist gut, weil ich seinen Tesla sabotiert hatte, um seinen zu nehmen, den Original und seinen Skin, mein Lieber. PAM! Und jetzt, mein ganzer PC hängt jetzt im Rustig. Digga, und jetzt schieße ich auch mit dem Pi zurück. Ja, er ist so ein Hacker. Warum? Er ist so ein Hacker. Ey, okay, ja. Komm. Mit dem Pi ist wirklich. Ja, wichtig. Ey, aber. Haftbomb. Na, übertreib doch nicht. Nein. Du, wenn Digga, du machst, keine Haftbomb. Er schießt. Seit wann hat er denn. Ey, Digga, das ist. Digga, nein. Bro, du kannst mich doch nicht einfach in die Luft jagen. Was ist das? Max, let's go. Er hat verloren. Warte, wir machen beide Gottmode jetzt raus. Und wer stirbt. Oha. Einverstanden? Okay, wenn wir schon so komplett mit Waffen, allem drum. Warte, ich mach meinen Gottmode. Warte. Rustig hat verloren. Nein. Ich wurde in die Luft gejagt. Das möchte ich mal ganz kurz sagen. Waffen? Mit welchen Waffen? Warte, ich brenne, warte. Okay, egal. Einfach, Pistole. Nur Pistole? Okay. Ja, Pistole. Bist du ready? Damit's fair ist, warte. Okay. Ich will mal ganz kurz nur. Ich möchte einmal noch betonen, bevor ihr anfangt. Ja? Warte, bist du ready? Rustig ist ein kleiner Cheater. Nein, ich wurde in die Luft gejagt. 3, 2, 1, go. Jetzt kann Max die Ehre der Polizei zurückholen oder nicht? Wo ist er denn? Digga, ich hab Angst. Wow! Ja! Er hat mich so erkannt. Ja! Ja, okay, Polizei, Jungs, ist wieder ja, GG.
Ja, also, Polizei, er sagt Polizei alle, guck mal, mit was für einem Skinner rumrennt. Leute, bildet eure Meinung selber. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, die Diebe haben gewonnen. Ciao. Hey, die Polizisten!